Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Meine Lieben, heute ist so ein Tag, die Sonne scheint. Es ist mega cooles Wetter draußen und ich nutze diese Energien, um heute in euer Wohnzimmer mich zu schleichen, wenn ihr gerne möchtet. Und habe mir Folgendes überlegt. Wir schauen heute, ich hatte ja vor ein paar Tagen, hatte ich ja das keltische Kreuz gelegt und da gab es ja doch die ein oder andere Resonanz. Und ich finde, so eine Legung wird es auch in Zukunft jetzt öfter mal geben. Ja, weil beim keltischen Kreuz hast du die aktuelle Situation, du hast die Basis, du hast das Hier und Jetzt, du hast die Vergangenheit, die nahe Zukunft und man kann halt auch wunderbar ins Innen, ins Außen schauen. Und man hat zusätzlich bei dem großen keltischen Kreuz auch noch diese Zukunftstendenzen und Ängste und Sorgen und Hoffnungen. Und ich finde, das ist so ein ganzes Konstrukt, was dir letztendlich doch ein Stück weit Unterstützung geben kann in diesem Prozess, welchen auch immer. Das Thema weiß ich nicht. Ich würde sagen, ich werde jetzt hier erstmal mit dem Orakel eine Überschrift mischen, beziehungsweise ich gucke mal, welcher Energie du bist, was hier bei dir Thema sein könnte. Und ich hab das Tarot dabei, ich habe die Kipperkarten und die Lennys wieder mit dabei. Und ja, lass dich einfach überraschen, fühl in diese Situation hinein, ja. Und vielleicht ist es deine Legung, aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass du sagst, nee, es ist gar nicht meins, ich gehe damit gar nicht in Resonanz. Letztes Mal war ja sehr spezifisch, ne, mit einer sehr dominanten Person, die in deinem Leben ist, die sozusagen als Militärperson doch sehr herrschend bei dir ist. Ja, es gibt immer Energien oder Menschen, die mit diesen Energien in ihrem Leben auskommen müssen, weil sie lernen dürfen, halt ja, erwachsen zu werden, selber Entscheidungen zu treffen, zu sagen, okay, bis dato habe ich das so gelebt, jetzt will ich das nicht mehr, ja. Und ja, wie gesagt, und wir schauen einfach, was diese Legung jetzt für dich parat hält, was für Energien jetzt kommen und welche Gruppe ich ansprechen darf. Bevor ich jetzt hier richtig loslege, meine Lieben, ich hatte jetzt in der letzten, nicht in der Wochenlegung für die kommende Woche jetzt, sondern in der davor, hatte ich einen sehr unschönen Kommentar. Was ich denn lege, dass es nicht eingetroffen ist und so weiter. Passt auf, meine Lieben, ganz kurz, bevor ich jetzt hier loslege. Es sind alles Kollektivlegungen. Ich sage das jedes Mal. Und diese Kollektivlegungen können einfach nicht auf jeden zutreffen. Das ist nichts Unnormales, ja. Es kann sein, selbst wenn ich mir mal was angucke oder ich für mich selber lege oder wie auch immer. Es gibt Themen, die schiebt man zum Beispiel gerne weg oder die will man sich nicht anhören oder man sträubt sich dagegen, ja, so. Und das heißt nicht, wenn ihr euch eine Legung anguckt, egal ob jetzt eine Wochenlegung oder ob jetzt hier so ein keltisches Kreuz, heißt es nicht, dass ihr damit in Resonanz gehen müsst, ja. Und wir haben ja Vollmond im Krebse gehabt und haben wir ja von der Energie immer noch, wo man sehr klar unterscheidet, okay, was möchte ich, was möchte ich nicht? Die Emotionalität ist ganz weit oben im Moment gerade, ja, und da dürfen wir alle ein bisschen, auch wenn wir emotional reagieren, aber doch gucken, und das ist der Respekt, den ich euch zolle, genauso wie ihr bitte mir, dass egal was ich lege und wie ich es lege, es ist meine Wahrheit in dem Moment oder es ist eine Wahrheit, die durch mich durchkommen möchte für das Kollektiv, was hier angesprochen werden darf. Und da gibt es einfach auch mal Seelen hier, die inkarniert sind, die sagen, ist nicht meine Legung, ist völlig in Ordnung, ja, oder sagen, ja, das ist total meine Legung, Wahnsinn, was du alles siehst, finde ich super schön. Aber ich bitte euch nochmal, ja, und das gilt nicht für mein Kollektiv hier auf meinem Kanal. Das sind dann in dem Moment sind das Menschen, die meine Videos gucken, die so eine Kommentare ablassen, weil sie die Regeln hier noch nicht verstanden haben. Ja, es geht nämlich darum, dass wir alle lichtvoll miteinander umgehen. So, und wenn du jetzt dir eine Legung zum Beispiel anschaust, ja, und diese Legung ist nicht deine Legung, ja, dann ist es halt vielleicht die nächste Legung. Aber das heißt nicht, dass man als Zuschauer, und es ist egal, ob wir als Kartenleger jemand anders anschauen oder ihr euch uns anschaut, ihr müsst immer davon ausgehen, es ist die Freizeit jedes Einzelnen, ob beruflich oder Hobby zum Beruf gemacht, egal in welcher Konstellation die Person hier vor der Kamera sitzt. Es ist ein, wie soll ich sagen, es ist eine unterstützende Hilfe von Herzen
für euch da draußen, dass ihr in eurem Prozess weiterkommt. Und auf meinem Kanal ist es so, dass wir uns in Wort und Schrift sehr lichtvoll unterhalten. Und jeder, der das nicht tut, der bekommt bei mir keine Abmahnung, weil dazu hatte ich schon mal ein Klartextvideo gemacht, sondern der verschwindet hier. Ganz klar. Weil ich mich in dem Moment schützend vor meiner Abonnenten oder vor meine Zuschauerstelle. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr guckt dieses Video, ihr seht die Kommentare und dann so ein Kommentar dazwischen. Das macht Unruhe. Und Unruhe, glaube ich, brauchen wir jetzt hier in dieser Zeit schon mal gar nicht. Die haben wir da draußen. Ja, hier auf meinem Kanal ist keine Unruhe, sondern ist einfach eine Klarsicht, ein Erklären. Auch wenn ich euch mal trigger, okay, ne, geht mir genauso. Ne? Manchmal werde ich auch getriggert, aber das heißt nicht, dass ich jemand anders beschimpfen muss. Ja, so nach dem Motto, was legst du für eine Scheiße, hör mal auf damit oder wie auch immer, ist ja gar nicht eingetroffen. Das ist diese Emotion, ja, gerade auch im Vollmond vom Krebs, emotional gehandelt, weil halt das, was man vielleicht sich erhofft hat, ja, nicht eingetroffen ist, weil man nicht sehen wollte, das ist nicht mein Video. Okay, also ganz klar, als Fazit, hier wird sich auf meinem Kanal nur lichtvoll unterhalten, weil ich möchte, dass jeder, der hierher kommt, meinen Kanal abonniert oder regelmäßig guckt, ja, ich möchte, dass sich jeder wohlfühlt. Und dafür sorge ich. Okay? So, meine Lieben, das war nochmal jetzt gerade vom heutigen Kommentar auf die Wochenlegung, auf die letzte Wochenlegung. Das fand ich nicht ganz so toll. Ja? Weil, wie gesagt, meine Leute sind alle lichtvoll unterwegs. Und ich bin gerne bereit zu helfen. Wenn jemand hier Hilfe braucht, ja, dann keine Frage, dann kann er mich auch gerne anschreiben und kann sagen, du pass auf, ich gehe mit deiner Legung nicht in Resonanz, aber ich hätte jetzt bitte gerne mal eine unterstützende Hilfe, weil ich komme, glaube ich, jetzt gerade im Leben nicht klar. Das haben wir alle mal. Ne? So, aber, wie gesagt, nicht in der Tonart. Ne? So, und die, die mich kennen, wissen das. Ne? Ich bin immer für jeden da, gerne. Keine Frage, aber ich möchte gerne, dass wir uns bitte lichtvoll unterhalten. Ja, ob es irgendwelche Kommentare sind oder wie auch immer. Oder wenn ich irgendwas mal falsch mache und ich werde dann verbessert. Ihr habt teilweise ein so charmantes Dong-Dong. Ich glaube, da war irgendwie, ne? Ja, okay. Aber hey, ganz ehrlich, wir sind alle Menschen, ne? Und wir dürfen alle unsere Fehler machen, weil daraus lernen wir ja. Ne? Und ihr seid einfach cool unterwegs. Aber für alle, die neu kommen, ja, und noch nicht meinen Kanal abonniert haben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil dadurch unterstützt ihr mich. Und wenn ihr noch das kleine graue Glöckchen drückt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und es gibt immer Videos, wo ich euch triggern tue. Ja, wie zum Beispiel jetzt. Wir haben hier Hüter des Winters. Das ist die erste Themenkarte, die jetzt hier auf diese Legung erstmal zutreffen darf. Und im Übrigen, ja, wir haben gleich 8 Minuten, die ich schon mal vorab mich mit euch unterhalten habe. Es wird heute generell ein Smalltalk werden. Es wird nicht diese Legung werden, die ihr sonst immer kennt. Ja, weil heute ist Sonntag, heute ist Sonnenschein, heute ist schöne Energie. Und ich möchte mich gerne heute ein bisschen so mit euch unterhalten. Und wie gesagt, die erste Karte, Hüter des Winters. Wir haben den Rückzug. Mhm, alles klar. Meine Lieben, hier geht es ganz klar um was? Dass du dich hier ein Stück weit zurückziehen darfst oder vielleicht möchtest du dich auch zurückziehen vor einem Menschen, vor einer Situation oder du bist einfach K.O. und du bist müde, du brauchst einfach ein bisschen mehr Erholung. Irgendwas jedenfalls in deinem aktuellen energetischen Thema hat etwas mit Rückzug zu tun. Ja, vielleicht möchtest du dich auch zurückziehen, weil du sagst, oh, mir ist das Außen gerade zu heftig. Ich habe gerade zum Beispiel das Fenster geschlossen, weil ich gedacht habe, boah, es ist mir zu viel. Ne? Also, weil sind nicht die Vögel, es ist halt der Lärm, der draußen ist. Es gefällt mir gerade nicht. Oder wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, gehe ich gerade da Gassi, wo keiner Gassi geht, weil ich dann einfach meine Ruhe haben will. Ne? Weil ich dann denke, was mache ich in der nächsten Legung? Wie könnte das werden? Was habe ich für ein Thema? Was könnte ich bekommen? Welche Karten nehme ich? Ne? Also einfach, manchmal muss man sich einfach ein Stück weit zurückziehen und möchte dann in dem Moment halt nicht mit anderen Menschen kooperieren, sondern man braucht die Zeit für sich zum Nachdenken. Und wir haben jetzt Anfang 2023, der erste Monat. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt Rückzug, man redet mit niemandem mehr. Ne? So in dem Sinne, man blockt sich komplett ab. Nein, sondern einfach mal ab und zu die Zeit des Rückzugs für sich selber, um wegen meiner zu meditieren, ein schönes Buch zu lesen oder mal ein Video zu schauen und mal zu hören, was erzählt sie denn da.
Inwiefern gehe ich damit in Resonanz? Oder was kann ich mir da halt mitnehmen? Es muss ja nicht alles immer passen, aber halt einfach ein bisschen was. Ne? So, also Thema Rückzug. Wir gucken uns jetzt an, inwiefern der Rückzug hier bei dir noch eine Rolle spielt. Ich gucke mir jetzt erstmal deine Energie an, ja, mit dem Tarot. Was für eine Energie hast du hier? Na, ist ja wunderbar. Wir haben hier 10 der Stäbe. Und 10 der Stäbe ist die Energie, wo du sagst, okay, ich bin jetzt hier gerade aktuell extrem belastet. Es war vielleicht in letzter Zeit extrem viel zu tun. Der Dezember war schon anstrengend genug. Vielleicht hast du im Außen auf der Arbeit oder in der Familie hast du einfach eine Situation, die dich sehr belastet. Und du möchtest dich einfach von dieser, egal was es jetzt auch ist, du möchtest dich hier einfach von dieser Situation zurückziehen. Du sagst, also diesen Stress, den ich jetzt habe, ja, der tut mir nicht gut. Ja, ich weiß, ich soll was daraus lernen, aber hier, wie gesagt, ist der Rückzug angesagt und du möchtest das nicht. Ja, du möchtest diese niedrig schwingenden Energien, möchtest du hier nicht mehr und du sagst, okay, alles klar, ist mir zu viel, Rückzug. Ja, so, wir gucken uns das jetzt mal an, um was es hier bei dir geht. So, was haben wir denn hier für ein Thema? Wie gesagt, ich lege das keltische Kreuz für euch, meine Lieben. Wir schauen uns die Situation jetzt an. Das ist ja wunderbar, ja. Du bist absolut die Hauptperson in deinem Leben aktuell. Es geht nicht um jemand anders, der sich hier zurückzieht oder der belastet ist, sondern das bist du. Ja, es geht hier um dich. Wir haben hier die Hauptperson und wir haben den Baum. Es geht hier um deinen Heilungsprozess. Es geht auch ein Stück weit eventuell um stabiles Wachstum, langsames Wachstum, dass du dich in deinem Tempo weiterentwickelst, dass du überlegst, okay, ich habe hier eine Situation, die mir überhaupt nicht mehr gefällt, die mich belastet, von der ich mich hier zurückziehen möchte, ja. Das ist wichtig für dich im Moment, weil es geht hier definitiv um dich und um deine Heilung, ja. Und du weißt, dass wenn du dich aus dieser Situation nicht zurückziehen würdest, dann würdest du weiterhin so leiden oder es würde dir weiterhin nicht gut gehen. Und das ist eine Entscheidung für dich. Ja, dass du dich aus welcher Situation auch immer du jetzt gerade kommst oder in welcher Situation du bist, dass du sagst, ey, okay, ich habe mich jetzt hier und jetzt entschlossen, ich ziehe mich jetzt zurück. Ja, ich gehe jetzt in die Heilung. So, dann gucken wir mal, um was es hier noch geht in Bezug auf diese Situation. Ich hätte bitte gerne eine Karte, okay. Aha, sehr schön. Du bekommst in diesem Prozess, und das finde ich total schön, du bekommst hier im Prozess der Heilung, bekommst du hier eine, ich sag mal, lichtvolle Unterstützung von einem reichen Herrn. Das kann zum Beispiel dein Gegenüber sein, wer auch immer. Entweder ist es dein Partner oder wenn es eine Situation auf Arbeit ist, kann es ein Chef sein oder ein Arbeitskollege. Es geht auf jeden Fall darum, dass dieser Mensch hier, der hier abgebildet ist, diese männliche Person, hier in deinem Leben dir sozusagen ein Geschenk überreichen möchte. Vielleicht möchte er dir einfach ein Geschenk machen, indem er sagt, ich schenke dir ein paar Blumen. Ich unterstütze dich in deinem Prozess, den du gerade lebst. Ich helfe dir dabei. Ja, oder er hat ein anderes Geschenk für dich parat. Es ist auf jeden Fall jemand, der dir gut tut. Ja, der sagt, ja, okay, du bist gerade total belastet, ich möchte dir gerne eine Freude machen, ich möchte gern für dich da sein, in welcher Form auch immer, ob in Form von einem Ausflug, von Blumen, von einfach nur zuhören, von da sein, egal was. Aber dieser Mensch, der tut dir gerade richtig gut in dem Prozess von den 10 der Stäben, wo du extrem belastet bist und vielleicht auch gerade gar nicht weißt, wie kommst du aus dieser Nummer raus, ja? Und möchtest am liebsten dich total zurückziehen. So. Schauen wir jetzt mal weiter. Da haben wir den Mond, die Gefühle, die Intuition.
Na? Du fühlst dich emotional, fühlst du dich gerade total, wie als wenn du in einem Gefängnis wärst, ja? Du sagst, die Situation, die rührt daher, da ich nicht mein Leben leben kann. Ich kann mein Sein nicht leben. Und ich denke, die männliche Person, die wir eben gesehen haben, die ist dafür da, dass sie sagt, okay, was möchtest du denn? Ja, wie möchtest du das? Ja, hier findet eventuell sogar eine Kommunikation statt, weil dieser Mensch ja für dich da ist, weil du dich hier gerade wie in einem Gefängnis fühlst und du sagst, ich möchte so nicht weiter. Ich möchte anders mein Leben kreieren und gestalten. Ich möchte mein wahres Selbst leben. Ich möchte, vielleicht möchtest du in die Spiritualität gehen. Vielleicht sagst du, ich möchte meine Arbeit reduzieren und möchte, wie ich ja öfter mal sage, in die Selbstständigkeit gehen oder mir nebenbei was aufbauen. Oder du möchtest in dich investieren, indem du sagst, ich muss mich energetisch erstmal wieder auf Vordermann bringen. Vielleicht möchtest du ja eine energetische Heilsession machen oder irgendwas in dieser Art und Weise. Also wenn du hier das Gefühl hast, auch du bist hier im Gefängnis, es ist deine Legung, du bist blockiert, du hast das Gefühl, du hast schon so viel probiert und du kommst einfach nicht weiter, ja, dann haben wir hier die Situation, dass ich dir gerne anbieten kann, dass wir, musst du dich bitte bei mir melden, wenn du das Empfinden danach hast und sagst, okay, ich glaube, ich muss hier wirklich was korrigieren, mich energetisch mal aufräumen, aber ich weiß nicht, wie ich das mache, dann kannst du dich gerne bei mir melden und dann gucken wir mal, wo der Schuh drückt und wie wir dich da unterstützen können. Ja, also wir, ich, Zwilling, deswegen wundert euch nicht, ich rede immer in Mehrzahl, weil ich halt Zwillinge bin. Genau, also wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht so entfalten oder du fühlst dich so eingeengt und du kannst oder du bist auf dem Level, dass du sagst, also das kann es doch nicht gewesen sein, was ich jetzt hier im Leben lebe. Ja, das ist doch nicht alles gewesen. Ja, dann haben wir hier diese Situation, dass du genau in dieser Position Gefängnis bist, dass du sagst, ich kann mich nicht entfalten. Es ist irgendwas, was ich noch im Moment nicht greifen kann oder wo ich den Weg einfach nicht sehe. Und das fühlst du letztendlich auch schon. Oder du hast die Angst, dass du da niemals rauskommst. Ja, weil du den Weg einfach nicht siehst. Ja, auch da kann ich dir dann gerne helfen, wenn du da Unterstützung haben möchtest. Das ist aber diese Situation. Und hier hast du, wie gesagt, ein Gegenüber, der dir wirklich ein Stück weit, der wird dir zwar nicht so helfen können, aber er möchte dich irgendwie unterstützen. Aus seiner Kraft und Macht heraus, wie er das kann, ja? Und das ist hier gerade das Thema. Wir schauen uns jetzt einfach mal deine Vergangenheit an. Um was ging es hier in der Vergangenheit? Ich weiß jetzt, ich hatte letzte Kundin, die hat immer gesagt, Katrin, wenn du in den Videos machst, dann kommt immer irgendwas. Es kommt was. Moment, es kommt gleich eine Karte geflogen. Die Sonne scheint so schön, meine Lieben, das ist herrlich. Ja, das ist Wahnsinn heute. Ja, ich kann gar nicht anders als Vergangenheit. Wir haben es hier, das Buch und seine Gedanken. Es kann hier für einige um eine Ehe gehen, dass du dir schon in der Vergangenheit Gedanken gemacht hast über deine Ehe, dann ist es hier dein Ehemann, der hier liegt, der dir gerne Gutes tun möchte, aber du sagst, ich kann mich im Moment, ich brauche Abstand, ich kann mich im Moment nicht frei entfalten. Ja, wir hatten ja hier das Gefängnis, ja, und der Mond. Und in der Vergangenheit war das schon so, er hat sich schon darüber Gedanken gemacht. Vielleicht verheimlichst du ihn etwas. Oder aber du hast das Gefühl, dass irgendwas zwischen euch nicht stimmt, ja? Oder du bist in einem Arbeitsverhältnis, wo jemand auf Arbeit sich Gedanken über dich macht. Oder du hast halt einfach etwas, was du mit dir rumträgst, ja? Wo du letztendlich etwas nicht aussprichst. Aber jemand macht sich Gedanken um dich, weil der jemand, der kennt dich sehr gut. Und es reicht schon aus, wenn du zum Beispiel morgens irgendwie, weiß ich, bleiben wir mal zu Hause, du stehst morgens auf und du hast einen gewissen Gesichtsausdruck. Oder du kommst auf Arbeit und du hast einen gewissen Gesichtsausdruck. Die Leute, die dich kennen, die wissen das. Und du hast hier irgendwas, es ist entweder privat oder auf der Arbeit. Je nachdem, welche Situation dich das jetzt hier, mit der du in Resonanz gehst, ja? So, egal wo.
du trägst etwas mit dir rum, was du nicht aussprechen möchtest, aber es kriegt jemand mit und macht sich Gedanken darum. Und das schon seit einer ganzen Weile. Und vielleicht ist es auch dein Gegenüber, der sagt, also irgendwas ist doch hier. Ich spüre das doch schon seit einer ganzen Weile. Was gefällt dir denn nicht? Lass uns doch mal reden. So, und jetzt gucken wir uns mal die aktuelle Situation an. Das ist schon wieder er. Dein Gegenüber. Ha. Okay. Ist es die Arbeit? Hast du das Gefühl, hier hast du eine Konkurrentin? Ja? Und dann ist er zum Beispiel dein Arbeitgeber oder dein Kollege oder wer auch immer. Ist es in der Liebe der Fall? Ich erkläre das nur für die, die vielleicht jetzt ein bisschen schwer mitkommen, ja, mit meinem Erklären, weil ich so viel wie möglich in Resonanz gehen lassen möchte. Und ist es dein Gegenüber, dann hast du das Gefühl, der ist nicht ganz ehrlich zu dir. Und das hast du in der Vergangenheit noch nicht gesagt, weil irgendwas hier zwischen dir und einer anderen Person nicht stimmig ist. Und du aber das Gefühl hast, da wird geschürt. Ob es auf Arbeit eine Arbeitskollegin ist oder zu Hause im privaten Bereich eine dritte Person, die nichts zwischen euch zu tun hat. Ja? Und jetzt ist die Frage, inwiefern ist die Beziehung, ob Arbeitsbeziehung oder privat, Lebenspartnerschaft, Lebensgemeinschaft, wie auch immer, inwiefern ist die stabil? Ja? Und das ist das aktuelle Thema hier. Also dein Gegenüber, Kollege oder Partner und eine dritte Person, die hier schürt, die ist falsch. Und das ist gerade das aktuelle Thema, was dich hier auch total belastet, wo du sagst, drei ist einer zu viel. Ja, auch egal, ob es jetzt auf Arbeit ist dann, und die Person schürt, dann hätten wir es hier mit Mobbing zu tun. Ja, macht man auch nicht. Pfui, es gehört sich nicht. Oder es ist eine Person, die sich bei dir in deine Partnerschaft einmischt, weil dein Schatzilein so ein knackiges Mäuschen ist und der Meinung ist, ne? Also wenn bei euch alles stimmt, dann brauchst du keine Sorgen haben. Es ist jetzt die Frage, inwiefern bei euch die Beziehung in Ordnung ist. Auch, sage ich mal so, selbst wenn man jetzt jemanden auf Arbeit hat, zum Beispiel kommt die Person neu ins Team rein, ne? Kannte ich auch schon mal. Oder man hat ein Personalgespräch gehabt und musste sich jetzt beim Chef behaupten. Dann können diese Kolleginnen oder der Kollege können dann schon ganz schön eklig sein. Und da muss man dann mal sagen, weißt du was, ganz ehrlich, wir sitzen ja alle irgendwie im Team miteinander, aber reicht jetzt, ne? Also, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Aber es kommt darauf an, was du jetzt hier, in welcher Situation du hier bist. Wir haben hier aktuell eine dritte Person in deiner Nähe, die dir wirklich Bauchschmerzen bereitet. Wenn es Mobbing ist, dann geht es auf die Psyche. Ne? Dann haben wir auch die 10 der Stäbe, wo ich sage, okay, dann ist der Rückzug klar, den du hier vollziehen möchtest, weil du mit dieser Situation nicht klarkommst, verständlicherweise. Ist es jemand im privaten Bereich, ja, sagst du dir, okay, dann lasse ich ihn ziehen. Ne? Wer nicht will, der hat schon. Ja, also wie gesagt, du wirst dich hier nicht aufreiben. Du wirst hier, du weißt nur, dass du dich hier wie im Gefängnis fühlst und dass du dich nicht gut fühlst. Wir gucken jetzt mal in die nahe Zukunft. Was passiert hier? Also egal welche Variation, jetzt gucken wir auf dich. Jetzt schauen wir mal. Was ist jetzt hier nach der ganzen Analyse? Was ist jetzt hier Thema? Okay. Wir haben die Sense, meine Lieben. Da wird etwas gekürzt. Was wird hier gekürzt? Beunruhigende Nachrichten. Du sprichst nicht. Entweder sprichst du nicht oder du lehnst jegliche Kommunikation mit einer Person ab. Also hier möchte jemand vielleicht erwartest du auch negative Botschaften, zum Beispiel hier von deinem eventuell, wir spielen das Szenario mal durch, von deinem eventuellen Gegenüber, ja, dass der hier sagt, du pass auf, Schatzilein, ich habe hier jemand anders kennengelernt, ich bin schockverliebt. Okay. Auf Arbeit,
Tut uns leid, Frau sowieso, Herr sowieso, wir haben uns für eine andere Kollegin entschieden, die diese Position bekommt. Das sind letztendlich, vermutest du, dass das der Fall sein könnte? Es könnte auch genau der Grund sein, warum dein Gegenüber sich hier Gedanken macht. Ja? Vielleicht spricht er, es kann auch sein, vielleicht spricht er aber diese Gedanken, die er macht, weil er die Situation gerade so sieht. Vielleicht spricht er die gar nicht aus, sondern macht sich die Gedanken hier erstmal über dich, schon seit der Vergangenheit. Er beobachtet euch vielleicht, wie kommt ihr mit dieser Situation zurecht? Neue Kollegin, du als mit im Team und so weiter, kann auch sein. Wir haben hier auf jeden Fall eine Situation, die gekürzt wird. Und zwar werden diese unschönen Nachrichten oder beunruhigenden Nachrichten werden hier gekürzt. Das heißt, es könnte sein, dass sich jetzt jemand dazwischen stellt und sagt, so Schluss jetzt. Oder du bist nicht mehr bereit zu kommunizieren. Das ist auch was. So nach dem Motto, ich ziehe mich jetzt hier aus diesem Kindergarten zurück, ja, und ich weigere mich jetzt hier zu kommunizieren. Vielleicht noch höchstens Tag, tschüss. Weil guten Tag wünscht man ja in dem Moment nicht mehr und auf Wiedersehen auch nicht. Auch wenn es die Höflichkeitsform bietet, aber will man dann in dem Moment nicht. Da reicht Tag, tschüss, moin, moin, ciao. Also du reduzierst hier die Kommunikation in Zukunft aufs Minimale oder halt gar nicht. Ne? Je nachdem, wie schwer die Situation für dich halt ist. Ne? So, wir gucken uns jetzt aber mal dein Innerstes an. Was geht denn bei dir im Inneren ab? Was passiert jetzt in diesem Prozess, in dieser Situation, ob privat oder Arbeit, völlig egal. Was passiert, was ist mit deinem Inneren? Was geht da ab? Das ist ja nicht schlecht. Du bist stärker, als du glaubst. Du bist dir selber treu. Wir haben den Hund und wir haben den Rechtsspruch. Du bist dir selber treu und sagst, hey, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin so, wie ich immer bin. Ja, ich habe akkurat gearbeitet. Ich habe mich immer auch im Privaten akkurat verhalten. Alles in Ordnung. Ich habe nichts an meinem Sein verändert. Letztendlich ist dieser Zustand ein Zustand, das kann ich dir auch schon sagen, der von außen kommt. Ja, der ist nicht durch dich sozusagen hervorgerufen, sondern der kam von außen auf dich zu. Und du sagst, ich bin mir selber treu, ich bleibe mir auch selber treu, ja, auch wenn ich mich hier zurückziehe und es ist für mich belastend. Im Moment bin ich eher in der Situation der Annahme. Ich kann diesen Zustand nicht ändern, aber ich weiß, der Schöpfer sieht und der Schöpfer sieht, wie ich bin und der Schöpfer sieht, wie andere sind. Und der Schöpfer wird richten, denn nur der Schöpfer darf das, nicht irgendjemand anders. Oder auch dieses Beurteilen, was man so gerne macht. Ne? So, hast du mal den gesehen und wie sind die? Und ey, ist die blöd und guck mal, wie die aussieht. Was hat die für einen Lippenstift? Was für eine Frisur? Oh mein Gott, alles klar. Ne? Davon wenden wir uns dann mal ganz vornehm ab. Das ist da nicht unsere Hausnummer. Ne? Und das ist auch das, von was oder vor was du dich zurückziehst. Wo du sagst, ganz ehrlich, ich sehe einfach immer das positive Menschen. Und es gibt einfach mal 2% der Menschheit, die können wir leiden. Und 2% der Menschheit, die können wir grundsätzlich gar nicht leiden. So. Und dann gibt es halt Menschen, die können wir nur ein bisschen leiden. Oder die können wir ganz doll leiden. Aber es gibt grundsätzlich 2%, die wir überhaupt nicht, wo wir gleich sagen, alles klar, du gehörst nicht in mein Beuteschema oder in mein Kreis. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, das ist halt so. Hier weißt du aber, und das ist deine Stärke, die du mitbringst, du weißt, wenn du letztendlich selber dir treu bleibst, dann wird irgendwann hier, wird gerecht werden. Du wirst definitiv deine Chance bekommen. Ob das jetzt durch eine andere Person ist, die sagt, boah, ich sehe, wie du leidest, ich hätte da ein Jobangebot, willst nicht zu uns in die Firma kommen, wir sind ein super Team. Ja, oder du sagst halt, ich glaube, wir müssen jetzt mal reden, weil so geht es halt nicht weiter. Dann hat man hier ein faires Gespräch, ja, wo du dir selber aber treu bleibst und deinem Gegenüber sagst du, ich habe hier das Gefühl, ja, hier ist jemand zu viel in unserer Beziehung. What is los? Ja, also wie gesagt, egal wie auch immer, das sind die Möglichkeiten und du bist aber sehr stabil. Du bist wirklich sehr stabil und du schaffst das, auch wenn du belastet bist, ja. Aber du schaffst aufgrund deiner positiven Einstellung zu dieser Situation, zu dir selber, ich gehe ganz stark davon aus, dass du im Glauben bist, dass du im Wissen bist und du bist auch jemand, der erwacht ist.
Das kriege ich auch ganz klar rein. Und von dem her siehst du diese Situation aus einer anderen Perspektive. Das Außen. Mhm. 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 Das Außen ist da und redet viel über dich. Es kann auch sein, dass jemand dir erzählen möchte, wie es richtig geht. Vielleicht hat dich jemand besucht, wird dich besuchen. Ein bisschen aufpassen, wen du zu Hause in deine vier Wände lässt. Ja, wir haben hier das Wohnzimmer, das Zuhause. In dem Zustand, in dem du gerade bist, mit 10 der Stäbe, kannst du nicht noch jemanden gebrauchen, der dir erzählt, wie es richtig geht. Entweder ist es hier die Familie, dass es hier dein näheres Umfeld ist, dass die dir einfach sagen wollen, wir sehen, dass du belastet bist, wir wollen dir helfen, du musst das so und so machen oder mach doch so und so. Da. Du bist dahingehend nicht aufnahmefähig. Oder du hast halt wirklich, wenn es mit der Arbeit zu tun hat, hast du halt hier jemanden, der bei dir zu Hause war oder nach Hause kommt und der aufgrund dessen dann in dieser Situation über dich herziehen wird. Wir haben hier die Eulen. Die Eulen stehen immer für Unruhe, Nervosität. Vielleicht bist du auch zu Hause und bist unruhig. Aber das ist auch das Außen. Das Außen nimmt dich vielleicht auch so wahr, dass du, wenn du von Arbeit kommst und du bist zu Hause, du kommst nicht zur Ruhe, weil du diese Situation hast. Du möchtest dich hier zu Hause zurückziehen und entweder hast du immer viel Trubel zu Hause oder du hast einfach aufgrund der Situation, hast du nicht mehr die Nerven, dass du runterkommst, ja, das kann es auch sein. Dann, wir haben halt hier eine sehr belastende Situation und ob es jetzt Mobbing ist oder eine dritte Person in eurer Beziehung, ist letztendlich wurscht. Fakt ist, es ist ein Zustand, der dich belastet und wo du versuchst rauszukommen, aber du nicht mal mehr zur Ruhe kommst. Und da, das ist das Außen, was das auch sieht. Also das Außen, wenn du eine sehr ruhige und ausgeglichene Person warst, das bist du ab und zu noch, aber nicht mehr so, wie man dich kennt. Also dieser Zustand hat schon was mit dir gemacht. Ja, und letztendlich sieht das Außen, sieht dich halt als sehr belastet, sehr unruhig. Vielleicht ziehst du dich da aufgrund dessen immer sehr zurück. Vielleicht warst du gern mit Freunden unterwegs oder hast dich gern mit Leuten getroffen oder hast gern mal Leute zum Spieleabend eingeladen. Und das findet halt vielleicht gerade alles nicht mehr statt, weil du sagst, boah, es ist mir alles zu viel. Ja, das ist egal, auf welcher Ebene das stattfindet. Aber das ist Punkt, du bist gerade total in einer Veränderung. Aufgrund dieses Zustandes, der dir nicht gut tut. Ja, weil du halt im Moment nicht weißt, wie komme ich denn jetzt aus diesen Belastungen raus? Ja, was kann ich machen? Ich kann ja nicht einfach, vielleicht können Menschen nicht in den Arbeitsplatz wechseln, weil sie sagen, dann habe ich ja nichts mehr, dann falle ich ja noch weiter runter. Ne? So. Also, du bist in einer Situation gerade, wo du nicht wirklich weißt, wie du halt weiterkommst. Ne? Schauen wir doch mal. Was sind denn deine Hoffnungen und deine Ängste? Geht jetzt schon wieder los. Mhm. Mhm. Okay, wir haben die Antwort. Zwei verschiedene Situationen wieder. Ich muss es sagen, ich kann es heute nicht lassen. Ist es privat? Hast du gedacht, du bist endlich angekommen bei diesen Menschen? Ja, du hast gedacht, du hast jetzt den Menschen in deinem Leben kennengelernt, wo du sagst, mit dem werde ich alt. Okay? Du bist hier in der Position, dass du immer noch nicht gesprochen hast. Und du möchtest aber unbedingt eine Veränderung. Das heißt, es müsste ein Gespräch stattfinden, ein Gespräch mit deinem Gegenüber. Dein Gegenüber kommt auf dich zu und möchte dir helfen in der Situation. Er möchte auf dich zukommen. Also ist es privat, solltest du wirklich anfangen zu reden und sagen, ich glaube, du gehst mir fremd, weil ich habe im Kopf hier bei dir vielleicht eine neue Kollegin oder Sekretärin oder was weiß ich und hier, die ist falsch. Ja, die passt hier nicht rein bei uns. Ist es die Arbeit,
Möchtest du auch in dieser Situation, die ich jetzt genannt hatte, des Öfteren, ja, auch mit dieser Person, die hier sehr schürt, möchtest du auch eine Veränderung haben? Du überlegst, wechselst du jetzt den Job, ja, oder was machst du hier? Einerseits haben wir die Sorgen, dass du das nicht, diese Veränderung nicht hinbekommst. Zum Beispiel der Gedanke, vielleicht suche ich mir einen anderen Arbeitsplatz, dann habe ich diese Schlange nicht mehr, diese falsche Person nicht mehr in meinem Leben. Dann würden auch deine Belastungen weggehen. Andererseits sagst du mir, macht aber mein Job Spaß. Suchst du vielleicht ein Gespräch mit dem Vorgesetzten? Was machst du? Du weißt auf jeden Fall, egal in welchem Punkt nochmal wiederholt, in welcher Situation es ist, du möchtest hier eine Veränderung. Und die Veränderung, meine Lieben, kriegen wir nur hin, indem wir in die Kommunikation gehen. Und es ist egal was, selbst wenn du hier deinen Job verlieren solltest, dann sei dankbar dafür, weil es ist was Besseres für dich parat. Es steht etwas Besseres. Es ist schon etwas, wenn du deinen Job verlieren solltest, aufgrund dieser Person, dann sei dankbar, weil vor der Tür steht eine super, mega coole Chance. Und ich sag dir, ich sag jetzt mal nach ungefähr 3 Monaten, einfach mal einen fixen Zeitraum, hast du hier eventuell einen neuen Job oder du hast einen Weg gefunden, wo du deiner Lebensaufgabe, deiner Berufung nachgehen kannst. Ja, das kann es hier sein. Also manchmal müssen wir Schicksalsschläge, ob Beruf oder Partnerschaft, ist egal. Manchmal müssen wir Schicksalsschläge leben, wo wir sagen, ich habe aber ein ganz anderes Ziel gehabt. Ich will das gar nicht. Ja, kann ja sein. Aber der Schöpfer, der hat was Besseres für dich vorgesehen. Und deswegen muss entweder der Job gehen, oder eine Partnerschaft beendet werden. Oder aber es findet eine Veränderung im Job statt. Vielleicht wirst du auch, sag ich mal, in eine andere Abteilung versetzt. Oder du wirst hier in eine andere Position versetzt. Vielleicht gehst du in eine Führung. Kann ja sein. Oder du sagst, okay, du reduzierst es, gehst in eine andere Abteilung, reduzierst dadurch deine Arbeitszeit und machst dann halt dein Hobby zum Beruf. Oder wie gesagt, oder halt im Privaten fängst du endlich mal an, mit deinem Gegenüber zu reden und sprichst Tacheles. Ja, und wenn er dir halt sagt, ja, okay, es ist halt eine Person, die ist mir wichtig, ja, gut, dann weißt du auf jeden Fall, wo du bist oder woran du bist. Also, das sind alles Situationen, auch wenn ihr sowas, ich sag mal, sowas Unschönes jetzt nicht hören wollt. Nutzt diese Botschaften, die hier kommen, egal in welcher Position es ist, auch in eurem Leben stattfindet, nutzt sie immer als Chance. Ja, auch wenn man dann sein ganzes Leben umkrempeln muss und sagt, ey, ganz ehrlich, Katrin, was laberst du da? Ich habe was ganz anderes vorgehabt. Ja, aber die Wege des Herrn sind unergründlich, Leute. Ich habe auch gedacht, ich werde in Berlin alt und bin in Bremen gelandet. Ups, okay. Ne? Passiert. Und hier ist schön. Ich sag's euch. Also, meine Lieben, nicht verschließen. Ja, Sorgen und Ängste sind hier, dass man hier eventuell auch eine Veränderung ablehnt. Ja, also auch das ist hier ein Punkt, der sein kann. Vielleicht sagst du dir wirklich, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf Veränderung. Ich will diesen ganzen Scheiß nicht. Naja, dann kann ich dir aber sagen, du hast aber in deinem Seelenvertrag, bevor du inkarniert bist, hast du das aber festgelegt. Und jetzt sagst du vielleicht, scheiß Seelenvertrag, davon weiß ich nichts. Ja, das kommt jetzt durch den Schleier des Vergessens. Da bist du durchgerutscht, damit du nämlich, was du in deiner vorigen Inkarnation nicht gelernt hast, bis dato kommst und jetzt haben wir diese Situation, dass genau diese Aufgabe, um die es hier bei dir geht, die steht jetzt an. Herzlich willkommen. Okay? Egal, wie du das findest, es kommt immer, denk immer daran, egal, wie unschön die Situation ist, es kommt immer etwas Besseres, weil man weiß auf jeden Fall im Nachgang, was man nicht mehr möchte. Und das ist doch hier Lehrplanet Erde. Das ist doch genau das, um was es geht. Wir sind doch alle hier, um zu lernen. Und wenn alles immer schön wäre, Leute, dann würden wir uns nicht verändern. Und deswegen, dann wäre ja auch so eine Inkarnation langweilig, ne? Stellt euch mal vor, ihr werdet geboren, ist alles schön. Ist das nicht langweilig für euch? Und das ist genau der Punkt. Wir sind ja hier bewusst in dieser Zeit inkarniert, weil wir ganz viel lernen wollen. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie es hier tendenziell weitergeht. Wie geht's denn hier weiter? Wollt ihr das wissen? Also, fangen wir an.
einer Veränderung. Alle die, die hier Angst vor einer Veränderung haben, die kommt, ob ihr wollt oder nicht. Der liebe Gott hat was Besseres mit euch vor. Und der liebe Gott schickt hier eine Seele, die hier Struktur und Ordnung in dein Leben bringt. Wow, das ist mega. Hier ist die Militärsperson positiv, weil die Militärsperson macht Ordnung in deinem Leben. Die andere Gruppe ist, dass du die Veränderung möchtest, dass du sagst, ich weiß zwar nicht, wie ich es hinkriege, aber ich will das unbedingt. Dann wirst du zu dieser Militärsperson und sagst, so, Neuanfang, Veränderung, jetzt bin ich bereit. Ich weiß jetzt, was ich nicht mehr will. Und dann ziehst du das durch. Wenn du aber jemand bist, der das nicht kann, weil du nicht weißt, wie es geht, dann wirst du entweder jemanden suchen, der dir die Struktur gibt, oder diese Person kommt auf dich zu und sagt, Schatzilein, kriegen wir hin. Gehen wir mal davon aus, du trennst dich von deinem Partner, wird diese Person dir bei der Veränderung, bei der Suche der Wohnung, einer neuen Wohnung, beim Umzug helfen. Wenn es auf Arbeit ist, wird diese Person bei dir sein, um dich zu befördern. Das kann auch eine Führungskraft sein, der Firmeninhaber zum Beispiel. Ja? Der sagt, so eine gute Mitarbeiterin lasse ich nicht gehen. Entweder geht sie oder wenn sie bleiben muss, okay, je nachdem, wegen Personalmangel, blablabla, dann kommst du aber in eine andere Abteilung und du wirst diese Abteilung führen. Das ist immer eine Militärsperson, das ist immer eine Person, die die Hosen anhat und die sagt, so, es reicht jetzt. Jetzt wird hier zum höchsten Wohle gerichtet. Und es geht hier nach wie vor um die Veränderung. Du wirst sagen, in ein paar Wochen oder Monaten, wow, als ich die Leon gesehen habe, fand ich vielleicht gruselig oder furchtbar oder weiß ich nicht wie, aber es hat sich alles bewahrheitet oder es hat sich ein Teil bewahrheitet. Ja? Die Energien, die kommen ja nicht einfach so, weil ich mir das ausdenke. Ihr seht ja, dass ich hier live mische, ne? Und dass ich euch das schon mal euch auf diese Situation, wenn ihr hiermit in Resonanz geht, dass ich euch hier drauf vorbereite, ne? Was sein kann. Aber nach wie vor, es wird positiv ausgehen. Für euch, ihr werdet daraus lernen, dass das, was ihr hattet, euch jetzt nicht mehr dienlich ist. Also dieser Startschuss ist gesetzt, ob nun durch eine dritte Person in eurer Beziehung oder eine Kollegin, die sich als Schlange darstellt, die euch sozusagen ja, die Erfahrung machen lässt, wie es ist, wenn man vielleicht gemobbt wird oder wie es ist, wenn man aus einem super Betriebsklima ein sehr kontraproduktives Klima macht, kann auch sein. Du wirst auf jeden Fall größer und stärker dabei rausgehen aus der Situation. So, ja, und ich gehe mal davon aus, egal wie auch immer, wenn hier, angenommen, deine Beziehung wird beendet, ja, wir spielen das Szenario mal durch. Ich muss das jetzt, ich habe schon wieder zu viel im Kopf. Wir spielen das Szenario durch. Also private Beziehung und diese Beziehung geht kaputt, weil ihr halt, weil hier eine dritte Person ist und dein Gegenüber entscheidet sich für diese dritte Person. So, dann wirst du hier einen Seelenpartner treffen. Jemand treffen, das kann hier zum Beispiel auch die Militärsperson schon sein, die hier Struktur und Ordnung, starke Person, ist auch eine Militärsperson, die hier wirklich Struktur gibt, die hier Halt gibt im Leben. Ja, so. Und verhofftes Geld heißt also, dass du hier mit entweder mit der Person, die du kennenlernen wirst, besser fährst oder du halt einfach größer und stärker wirst, aus der Situation größer und stärker rausgehst, aber du halt einfach auch mehr Geld hast. Ne? Klar, wenn nur eine Person zu Hause ist, dann hast du weniger Strom, weniger Heizung, weniger Essen, dann stehst du natürlich auch positiv da, ne? Finanziell. Die andere Variante ist, tata, wir gehen nochmal auf die Situation ein. Wir haben eine Situation in Bezug auf die Arbeit. Ja, dann kann es sein, dass diese Militärsperson hier dir Größe und Stärke gibt, dich stabilisiert. Aber durch diese Person, die hier die falsche Person war, die dir hier sozusagen übelst mitgespielt hat, das ist nur visuell. Letztendlich wirst du davon profitieren. Weil wir hatten die Situation, dass du dir selber treu bleibst. Wir hatten ja auch die Gerechtigkeit, also den Rechtsspruch. Ne? Das ist das, was ich gesagt habe, wo ich gesagt habe, du bist letztendlich stärker und größer, als du glaubst und als du denkst, weil du nämlich hier sehr lichtvoll bist. Und du genau weißt, dass du an diesem Zustand, du hast da nichts zu beigetragen, sondern der ist von außen gekommen. Kannst du dich erinnern? So, okay.
Und du wirst entweder aus diesem Zustand größer und stärker oder aber, wie gesagt, hier Gehaltserhöhung durch die Militärsperson, durch jemanden, der dich größer und stärker macht. Du siehst, ich kann jetzt mich um Kopf und Kragen reden. Ich sehe es nur positiv. Dieser Zustand, den du hier erleben wirst oder schon begonnen hast zu erleben, ja, der macht dich größer und stärker. Der bringt dich finanziell top in eine mega coole Situation, ja, weil du dir selber treu bist, weil du wirklich sagst, ich bin so, wie ich bin, ja, und so, wie ich bin ich gut. Ja, ich bin halt nicht toxisch, sondern sehr lichtvoll. Und dadurch wirst du dann, indem du diese Situation durchstanden hast, und wir reden hier von Rückzug und von 10 der Stäbe, du bist durch diese Schlammgrube gegangen. Ja, du hast gelitten. Oder ja, es könnte sein, du wirst noch leiden. Aber du wirst nachher belohnt am Ende. Und das ist das, was ich euch letztendlich damit sagen möchte. Egal wie die Situation ist, du wirst am Ende, wirst du der Gewinner sein. Okay? Wir haben jetzt 45 Minuten, 46 Minuten. Ich könnte euch noch stundenlang ein Ohr abkauen. Aber ich weiß, dass es einige Mädels gibt, die das sonst immer so lange finden. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Ja? Ich hoffe, dass ihr jetzt verstanden habt, was ich euch damit sagen wollte. Ich danke euch für eure Zeit. Ich hoffe von Herzen, ich konnte euch helfen, unterstützen. Ich danke dir im Zuge dessen für ein Abo, für ein Like, für einen Kommentar. Und ja, ich hoffe einfach, dass du, auch wenn du dich vielleicht getriggert fühlst, trotzdem, manche fühlen sich ja getriggert, dass du es trotzdem lichtvoll annehmen kannst und überlegen kannst. Also wir wollen aus der Situation, ja, aber die hat gemacht und die muss. Ne? Oder die ist schuld. Schuld gibt es schon mal gar nicht. Also ich hoffe einfach, dass für dich, ich wünsche mir das, dass du das Positive hier an dieser Situation siehst. Ja? Wir sind ja hier auf dem Lehrplanet Erde, das heißt, wir lernen alle, ich genauso wie ihr. Und einfach aus einer Situation das Positive zu sehen und zu sagen, okay, was soll ich jetzt, was will mir diese Person hier, was will mir diese Person vermitteln, warum ist die in mein Leben gekommen, was soll ich hier lernen und was hat diese Person, mein Partner eventuell oder der Arbeitskollege, warum lässt er sich von dieser Person beeinflussen, ja. Also immer hinterfragen, wenn man in so einer Situation mal nach dem Warum fragt, dann weiß man auch oftmals die Antwort. Wenn man nicht zu emotional, und das ist auch die Schwierigkeit jetzt im Vollmond vom Krebs, man ist sehr emotional, ja, aber hier ist es wirklich mal wichtig, dass man auch mal auf sich schaut und mal sagt, okay, was möchte mir jetzt diese, was wollen mir die Personen sagen oder wie auch immer. Du hast hier, wenn es um die Arbeit geht, deinen Partner, der dich unterstützt, der dir hilft und du hast noch eine Militärsperson als Vorgesetzten, der dich hier rausboxt, ja. So, wenn es eine private Geschichte ist, dann hast du auch eine Militärsperson von außen, kann ein Freund sein, Vater sein, wer auch immer, der dir sozusagen unterstützend zur Seite steht. Der sagt, Mädel, du brauchst für ein bisschen mehr Struktur. Ich helfe dir jetzt dabei raus aus der Wohnung, aus dem Haus, wie auch immer. Wir machen dann halt einen Cut und dann fängst du nochmal neu an. Egal was auch immer. Du wirst aber daraus lernen und positiv rausgehen aus dieser Situation. Das ist das, was ich dir jetzt nochmal vermitteln wollte. Und jetzt sind wir gleich bei 50 Minuten. Ich sage ja, ich könnte euch heute eine Uhr abkauen, aber ich lasse es jetzt. Ich danke euch, wie gesagt, für eure Zeit und ich hoffe, es ist jetzt angekommen. Und in diesem Sinne, alles Liebe. Macht's gut. Ciao.